Diese Glocke ist 225 Jahre alt. Alt sind auch diese Geschmeide und diese Fliesen. Die Metzgerei in Wolmesheim ist seit 9 Generationen, seit 1797, im Besitz der Familie von Peter Joachim und seiner Frau Ute. Schon sein Vater vor ihm, sein Großvater, der Urgroßvater und so weiter, sie alle versorgten die Menschen im Ort mit Fleisch und Wurst. Tradition verpflichtet. Eigentlich war es zum Defu-Laufen, weil eigentlich so alles so alt war. Da war ich aber ehrwillig da übergestanden und gedacht, wenn ich jetzt gehe, dann bricht alles zusammen. Ohne mir das bewusst zu sein, was das eigentlich bedeutet, aber ich habe gesagt, nee, ich bleib da. Die lange Geschichte beginnt mit dem Metzgermeister Friedrich Hoffmann, der nach Wolmesheim kommt und sich dort als Metzger und Wirt der Gaststätte Zum Ochsen selbstständig macht. Der Ochsenwirt wird schnell zur Bezeichnung für Mensch und Hof. Noch heute geht man in Wolmesheim nicht zum Metzger, sondern zum Ochsen. Dabei gibt es das Wirtshaus seit den 1970ern nicht mehr. Der Tanzsaal im ersten Stock fehlt. Der ehemalige Schankraum ist heute Aufenthaltsraum für das Personal und das Büro von Ute Joachim. Von hier aus schmeißt sie den Laden. Die Tradition, die war da, das ist klar. Die Generationen vor uns, die waren schon da. Aber das, was wir jetzt draus gemacht haben, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer mit dem Partyservice und den Lieferungen, den Riesenbrezeln und so weiter. Das haben wir dann eben weiterentwickelt. 1991 übernehmen die beiden den Betrieb und renovieren. Aus alt mach neu, aber nicht zu neu. Damals wollte ich was ganz Modernes haben. Wow, ich war ganz heiß auf das Moderne. Dann schüttelt uns unser Architekt und sagt, Großer, mach, wie es war. Ja, wie man gesagt hat, du bist kein Citylager, du bist keine Fußgängerzone. Ja, du hast ein altes Haus, eine hohe Tradition. Lass das Fachwerk, wie es ist und mach innen drin, wie es war. Und Gott sei Dank haben wir es so gemacht, grün-weiß. Damit können wir toll leben und so einen Bezug zu früher. Und mit der Farbe können wir alt werden. Und war ich im Laden gesessen, bin oben gar nicht ins Bett gegangen, so stolz war ich, wie dann alles fertig war. Und da vor der Öffnung wirklich, ich bin auch da eingeschlafen. Das war wirklich, dann freut man sich auch wirklich. Weil Geld war ja eh fort, Unsumme Geld, unglaublich, aber dann spielt es irgendwann keine Rolle mehr. Dann will man einfach nur noch. Und es hat sich gelohnt. Die Traditionsmetzgerei floriert. Noch, denn die Kinder der beiden können es sich derzeit nicht vorstellen, die Metzgerei zu übernehmen. Nach 9 Generationen wird Schluss sein. Das quält mich. Das ist ernst gemeint, da Schluss zu machen. Das wird wirklich weh. Das ist jetzt keine Polemik, weil das ist wow. Eine lange Tradition mit absehbarem Ende. Trotzdem wird es noch viele Saumägen und Fleischwürste in Wolmesheim geben. Denn ans Aufgeben denken Peter Joachim und seine Frau noch lange nicht. Solange wir unsere Mannschaft haben, ein tolles Team. Und solange das geht und wir gesund bleiben, machen wir es so lange, wie es geht. Aber dann können wir weiterreden, was dann passiert, das weiß ich alles nicht. Das ist zu weit weg. Bis dahin werden die Menschen in Wolmesheim weiterhin beim Ochsen ihr Fleisch und ihre Wurst kaufen. Und auch sie wird noch viele Male klingeln, die Glocke der Metzgerei Joachim in Wolmesheim.